Wir hatten uns viel mehr vorgenommen, wollten natürlich mit dem Sieg jetzt sofort eine Antwort geben. Das ist uns leider nicht gelungen. Wir sind in Rückstand geraten. Man muss das Positive mitnehmen. Wir haben uns zurückgekämpft, hätten vielleicht auch die Möglichkeit auf einen Sieg gehabt. Es war uns nicht vergönnt. Das heißt, einfach weiterarbeiten jetzt Tag für Tag und die Kartwende einlegen. Es war nicht wirklich leicht. Wir hatten viel Ballkontakt, das haben wir uns auch vorgenommen. Standen wirklich sehr, sehr tief drin mit zwei Ketten, haben uns ganz hinten spielen lassen und nach vorne hin wurde es dann immer enger für uns. Aber trotzdem waren die Möglichkeiten da und wenn wir im letzten Drittel dann die eine oder andere besser nutzen und müssen wir auch besser nutzen und es auch besser ausspielen, dann müssen wir das Ding gewinnen. Natürlich wäre es schöner gewesen, wäre es der Siegtreffer gewesen, aber sowas nimmt man natürlich gerne mit und es baut auch auf für die kommenden Aufgaben. Ich habe ja großes Vertrauen in Tonis Freistöße. Ich glaube, der wäre auch gar nicht schlecht gekommen. Ist neben mir aufgekommen, ich habe ihn gesehen und habe ihn in die lange Ecke geschossen und war zum Glück drin. Dass wir wenigstens, dass wir verdienten Punkt mitnehmen.